Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video sprechen wir über einen Champion, und zwar über Psylocke. Psylocke wurde in den Kommentaren von einem Video gewünscht und ich bin jetzt endlich dazu gekommen, das Video zu machen. Die Champion-Videos dauern bei mir immer eine absolute Ewigkeit. Psylocke ist ein relativ Mid-Tier-Champion. Es gibt ein paar Fähigkeiten, die sie hat, ist aber alles insgesamt nichts Besonderes. Und ich kann gleich von vornherein sagen, der Champion verursacht relativ wenig Schaden. Und deswegen wird Psylocke auch recht wenig gespielt. Sie ist ein Mutant. Bei den Mutanten gibt es einfach so viele bessere Champions. An sich ist es ein cooler Champion. Die Animationen sind cool. Die Fähigkeiten, die sie hat, sind sehr interessant. Sie hat ein bisschen eine eigene Spielweise. Besondere Fähigkeiten. Da gehen wir jetzt dann alles drauf ein. Wir schauen uns das Ganze anhand von dem Kampf gegen den Winter Soldier an und gehen einfach durch die verschiedenen Fähigkeiten, die sie hat. Die Spezialfähigkeit von ihr, also die Signaturfähigkeit, kann ich direkt am Anfang sagen, ist nicht notwendig, um den Champion zu spielen. Was macht die Signaturfähigkeit? Wenn Psylocke erweckt ist, dann ist es so, die Fähigkeiten, Genauigkeit der defensiven Fähigkeiten vom Gegner wird reduziert. Je höher die Signaturstufe ist, solange der Gegner bei 0 Kraft ist. Wenn ihr Psylocke spielt, dann wisst ihr, dass die Taktik, mit der man Psylocke spielt, ist, den Gegner möglichst lange bei 0 Kraft halten. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Zusätzlich erhält sie einen Bonus kritische Schadenswertung, je niedriger die aktuelle Kraft vom Gegner ist. Das bedeutet, ihr profitiert von der Signaturfähigkeit, auch wenn der Gegner nicht bei 0 Kraft ist. Aber der Plan ist schon, den Gegner bei möglichst wenig Kraft zu halten. Das Ganze geht Hand in Hand mit ihrer passiven Fähigkeit, dass sie eine bonuskritische Schadenswertung erhält, je niedriger die aktuelle Kraft beim Gegner ist. Das bedeutet, auch hier die Signaturfähigkeit definitiv nicht notwendig. Einfach ein kleiner Bonus, den man haben kann. Interessant bei ihr ist, Psylocke erhält 25% weniger Kraft, wenn sie den Gegner trifft. Das ist einfach so. Keine Ahnung warum. Haben wir jetzt einfach. Dann haben wir eine eigene kleine Ressource, die Psylocke hat. Und zwar ist es die Psy-Ladung, ein Psy-Angriff. Das bekommt sie, wenn der Gegner 0 Kraft hat, mit allen 5 Schlägen. Also wenn der Gegner bei 0 Kraft ist, bekommt Psylocke für jeden 5. Schlag auf ihrem Kombometer eine Psy-Ladung. Oder wenn der Gegner einen Kraftbalken auffüllt, dann erhält sie außerdem eine psionische Ladung. Die psionischen Ladungen braucht man für die verschiedenen Fähigkeiten. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Wir fangen mit dem schweren Angriff an. Der schwere Angriff verbraucht alle von ihren Aufladungen und verursacht pro Aufladung zusätzlichen Energieschaden. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze einfach stapeln, schweren Angriff einsetzen und dann relativ viel Schaden machen. Die Ladungen stapeln übrigens bis 99, also falls da jemand Bock hat, das auszuprobieren, dann wird definitiv sehr viel Schaden verursacht. Es dauert aber ewig. Dann haben wir die erste Superkraft von ihr. Die erste Superkraft nimmt dem Gegner 25% der maximalen Kraft. Ich habe keine Ahnung, warum es 25% sind. Das ist ultra ungeschickt zum Rechnen, aber so hat sich das Kerbam ausgedacht. Das Wichtige bei der ersten Superkraft ist, wenn Psylocke den Gegner durch ihre erste Superkraft auf 0 Kraft bringt, dann bekommt er so eine Art Mini-Kraftsperre. Das bedeutet, der Gegner bekommt keine Kraft mehr durch das, dass ihr ihn schlagt. Wir kennen das von Spider-Gwen, seit ihrem Beta-Update hat diese eine ähnliche Fähigkeit. Das bedeutet, ihr könnt munter auf den Gegner einprügeln und er bekommt keine Kraft dazu. Wichtig, passive Kraftzufuhr wird nicht unterbrochen. Das bedeutet, Champions wie Vision oder Hyperion oder Mordo oder mystische Champions, die mystische Streuung geskillt haben, bekommen weiterhin Kraft. Nur die Kraft, die ihr dem Gegner geben würde, durch das, dass ihr ihn schlagt, wird auf 0 gesetzt. Wenn ihr die erste Superkraft einsetzt und der Gegner dadurch genug Kraft verliert, um einen Kraftbalken nach unten zu rutschen, ja, ist ein bisschen unglücklich formuliert, aber es ist einfach so, also wenn ihr in einen anderen Kraftbalken rutscht, dann bekommt Psylocke einen Balken Kraft im Verlauf von 0,25 Sekunden. Also sie füllt einen Balken Kraft auf den ersten Balken, so muss man sagen. Die zweite Superkraft von ihr verursacht eine Kraftsperre beim Gegner. Das ist eine richtige Kraftsperre. Das bedeutet, dass die Gegner auch durch passive Effekte keine, kein, oder durch
andere Effekte außer geschlagen werden keine Kraft mehr generieren können. Wenn ihr mit dem Angriff trefft, was ja eigentlich der Plan ist, ihr wollt ja nicht in den Block reinhauen, dann bekommt Psylocke außerdem zusätzliche Kraftzufuhr. Also sie bekommt einen Schwung Kraft, sofern ihr mindestens eine psionische Aufladung habt. Die wird nämlich dann verbraucht. Die dritte Superkraft verbraucht alle eure psionischen Aufladungen. Sie basiert darauf, wie viele Aufladungen ihr habt, wird 100% der Kraft des Gegners verbraucht und abhängig von der verbrauchten oder von der gelöschten, verbrannten, wie auch immer ihr das formulieren wollt, abhängig von der Menge an Kraft, die ihr dem Gegner entzogen wird, verursacht ihr zusätzlichen Schaden. Und der Gegner bekommt außerdem eine 100% Kraftsperre, das bedeutet, er kann keine Kraft mehr gewinnen für 10 Sekunden. Und falls die Kraft des Gegners auf 0 fällt durch die dritte Superkraft, wird er für 5,5 Sekunden gelähmt. Und 5,5 Sekunden ist ganz schön lang. Das waren die Fähigkeiten, die Psylocke hat. Ihr merkt also, Psylocke ist ein Champion, der viel für Kraftkontrolle eingesetzt wird. Das Ganze ist allerdings ein bisschen umständlich, zumal die erste Superkraft eben die 25% entzieht. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach 33% nimmt. Das wäre nämlich genau ein Balken Kraft. Das wäre deutlich einfacher, deutlich angenehmer. Was wollt ihr also machen, wenn ihr mit Psylocke spielt im Kampf gegen Winter Soldier? Seht ihr, das Ding ist, ihr wollt schauen, dass er möglichst wenig Kraft hat, dann setzt eure erste Superkraft ein. Dann könnt ihr dem Gegner bei 0 Kraft halten. Es sei denn, wie gesagt, es ist ein Gegner mit passiver Kraftzufuhr wie Hyperion oder ähnliche Gegner. Das bedeutet, ihr könnt dann einfach immer munter auf ihn einprügeln. Ihr sammelt eure Ladungen und könnt dann durch einen schweren Angriff möglichst oder relativ viel Schaden verursachen. Falls der Gegner doch mal Kraft gewinnen sollte, könnt ihr eure zweite Superkraft einsetzen, könnt so Kraft entfernen oder ihr setzt eure dritte Superkraft ein und könnt dadurch dann noch ein bisschen Kraft entziehen. Wenn wir uns die Werte von Psylocke mal so anschauen, dann hat sie relativ wenig Leben im Vergleich zu anderen Champions. Meine Psylocke ist nur Rang 3 als 4-Sterne-Champion, aber wenn ich mir einfach nur die zwei Champions nebendran anschaut, die haben jeweils mehr HP, das wären Gamora und Howard the Duck. Der Angriff ist auch niedriger als bei den anderen Champions. Und wenn wir uns dann die Eigenschaften von ihr noch kurz anschauen, dann haben wir eine kritische Wertung von 25%, das ist gar nicht so schlecht. 25% ist voll okay. Kritische Schadenswertung von 194,8%, auch das ist in Ordnung, ist nichts Besonderes. Eine Abwehreffizienz von 57,8% ist auch durchschnittlich, da kann man mit leben. Insgesamt hat Psylocke hauptsächlich das Problem, dass sie wenig Schaden verursacht, dass sie ein bisschen komplizierter zu spielen ist und daher einfach untergeht in den ganzen anderen besseren Mutanten, die wir leider oder die wir halt im Spiel haben. Es ist schade, weil es ein relativ cooler Charakter ist, aber man kann nichts machen. Ja, Psylocke ist nicht so schlecht, dass sie irgendwann gebufft werden würde. Vielleicht durch eine einzigartige Synergie. Bei den Synergien sieht es nämlich nicht so gut aus bei Psylocke. Sie hat eine mit Bishop. Wenn ihr Bishop im Team habt, dann ist jedes Mal, wenn der Gegner einen Kraftbalken füllt, erhält er für eine Sekunde den Versteinern. Das bedeutet, die Regenerations- und Kraftzufuhrrate vom Gegner wird für eine Sekunde um 80% reduziert. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel das tatsächlich bringen soll. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas. Ansonsten hat sie keine besonderen Synergien. Und auch bei den Fähigkeiten. Sie ist einfach sehr durchschnittlich. Abgesehen von den Animationen. Die sind super cool. Vor allem die dritte Superkraft sieht mega cool aus. Aber wie gesagt, Psylocke ist nichts Besonderes. Also ich habe sie, wie gesagt, als 4-Sterne-Champion auf Rang 3. Ich werde sie auch nicht aufwerten. Wenn sie vielleicht einer eurer ersten Champions ist, könnte sie vielleicht ein bisschen aufwerten, aber ich würde es nicht zu viele Ressourcen in den Champion investieren, weil ihr einfach, wie gesagt, so viele bessere Champions haben könnt. Und zumal, wenn es dann darum geht, vielleicht einen 5-Sterne-Champion auf Rang 3 zu bringen, dann braucht ihr, oder einen 4-Sterne-Champion auf Rang 5, dann braucht ihr halt die Stufe 4 Klassenentwickler und da gibt es einfach bessere Mutanten im Spiel, für die ihr die Ressourcen verwenden könnt und solltet. Das war mein Video zu Psylocke. Wie gesagt, wäre cool, wenn sie besser wäre, ist leider nicht so. Falls ihr sie habt und trotzdem gern mit ihr spielt, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Wie gesagt, ich bin Fan von Charakteren, die man spielt, weil sie Spaß machen, nicht unbedingt, weil sie OP sind. Und ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, Leute.